Hallo, eine Frage, die mir öfter mal gestellt wird, ist recht einfach. Wie kann ich mein Schiff verbessern? Gut, die Antwort darauf, die würde eigentlich mehrere Tage brauchen wahrscheinlich, aber um einen kleinen Einblick da zu geben, was über Dienstoffiziersaufträge alles möglich ist, beschäftige ich mich heute mal damit. Dazu macht man seine Dienstoffiziersaufträge auf. Es geht nicht um die aktuelle Karte. Da bekommt man keine wirklichen Verbesserungen für sein Schiff, sondern um den persönlichen Bereich. Hier gibt es bestimmte Dienstoffiziersaufträge, die einen Bonus geben. Es geht für Boden, geht für Raum. Ich beschäftige mich ja nur mit Raum, deswegen gucken wir mal hier, was der erste schon bringt. Wenn, man sieht es hier in grüner Schrift, das ist wichtig, auf diese grüne Schrift muss man achten, nur Dienstoffiziersaufträge, die diese grüne Schrift drin haben, wo irgendwas drin steht von wenn kritisch, dann bla bla, die können überhaupt einen Bonus geben. In dem Fall, wenn der Dienstoffiziersauftrag nach insgesamt 6 Stunden, wie man hier sieht, erfolgreich kritisch abgeschlossen wurde, da ist die Chance jetzt nur 19%, dann bekomme ich einen Buff auf meine Raumschiffkontrollexpertise. Auf meinem Taktiker brauche ich die nicht, deswegen starte ich den jetzt auch gar nicht. Ich zeige aber mal, was es da sonst noch so alles gibt. Wechselt übrigens abhängig hier unten das Shipboard-Update. Darauf kommt es an. Danach werden diese Aufträge hier neu zusammengestellt. Muss man also öfter mal reingucken. Man hat nie alle Aufträge auf einmal. Was ich schon mal sagen kann, hier die Universalübersetzer updaten, keine grüne Schrift, kein Bonus, hat also keinerlei Auswirkung. Deswegen gehe ich einfach mal weiter. Ich kenne die Aufträge ja schon. Hier kann ich mir zum Beispiel mit einer 20% Crit-Chance einen Bonus auf die Waffenspezialisierung abholen. Und das sind immerhin überall, übrigens bei allen Dienstoffiziersaufträgen dahingehend, 25 Skillpunkte. Das ist nicht wenig. Ich starte das jetzt einfach mal. Das dauert natürlich ein paar Stunden, bis ich weiß, ob es kritisch war. Ich habe mir schon mal ein paar hier vorbereitet, die ich nicht abgeholt habe. Die hole ich dann ab, wenn ich jetzt irgendwie mit Freunden mal so einen ganzen Abend lang durchzocken möchte. Dann hole ich die alle auf einmal ab und kriege alle Buffs auf einen Schlag. Einer läuft hier übrigens schon, sieht man hier. Den habe ich jetzt einfach mal zum Vorzeigen abgeholt. Der hält noch 1 Stunde 35, gibt mir 25 Punkte auf die Raumschiff-Schadenskontrolle, also sprich die Regeneration, die natürliche Regeneration des Schiffs. Wie sieht man, was man genau bekommt? Ich nehme jetzt einfach mal die Raumschiff-Waffen-Verteilungsmuster und ja, schau mir aber nur das Ergebnis an, hole es nicht ab. Und hier sieht man plus 25 Raumschiff Waffen Subsystem Performance, also gibt mir ein bisschen mehr Waffenenergie. Brauche ich jetzt nicht unbedingt, aber man nimmt halt einfach alles mit. Ne? Kleinvieh macht ja Mist. Hier bekomme ich zum Beispiel bei den grundlegenden Raumschiff Wartungsdrills. Was bekomme ich da? Schauen wir mal. Ist auch ein Crit, wenn ich ihn abhole. Plus 25 Raumschiff-Waffentraining. Das ist natürlich schon wieder sehr interessant. Und worauf ist noch zu achten? Ganz wichtig, nur die Dienstoffiziersaufträge starten im persönlichen Bereich, die auch eine grüne Schrift dabei haben. Hier ist jetzt, das weiß ich, wie gesagt, auswendig, nichts anderes mehr dabei, was interessant ist. 10 habe ich ja schon. Und also da kann man ganz, ganz viel im Prinzip sammeln. Was auch sehr interessant ist, dass es zum Beispiel für die Kontrollexpertise, was jetzt für Wissenschaftler sehr interessant ist, gleich mehrere Dienstoffiziersaufträge gibt. Da habe ich jetzt hier, glaube ich, keinen, weil die für mich uninteressant sind. Man kann die Hilfsenergie hier, könnte ich noch mal ein bisschen pushen. Was haben wir noch? Ja, genau, hier die Impuls. Effizienz, das ist immer schwierig, wenn man auf Englisch spielt und es auf Deutsch übersetzen muss. Hier bekomme ich 25 Skillpunkte für 2 Stunden, wie man ja sieht, auf die Impulsexpertise. Das ist insgesamt gar nicht mal so wenig. Wenn ich jetzt nochmal zurückgehe zu den 25 Punkten auf die Waffenspezialisierung, dann schauen wir einfach hier mal rein. Die Waffenspezialisierung, ein vergebener Punkt, entspricht 50 Punkten, ergibt 2% erhöhte Crit-Chance. Ich hole 25 Punkte ab, habe also die Hälfte. Das heißt, wenn ich den Auftrag abhole, habe ich 1% mehr Crit-Chance. Man kann im Optimalfall sammle ich immer hier so 23 Stück
und dann hole ich die alle auf einmal ab. Da kann man dann auch teilweise, wie gesagt, die Sachen mehrfach abholen. Also 100 extra Punkte in Kontrollexpertise sind da überhaupt kein Problem. Für Waffen, Torpedos und so weiter gibt es auch einige Dinge, die mehrfach vorhanden sind. Was es nicht mehr gibt, sind die Langreichweiten-Zielsensoren, denn die wurden ja massiv missbraucht von diversen Leuten, die da Schadensrekorde aufstellen wollten. Die hat Kryptik rausgenommen. Die lassen sich jetzt dahingehend nicht mehr pushen. Aber ja, wie gesagt, es lohnt sich, das öfter mal zu machen. Man kann natürlich dann auch darauf achten, dass man hier die höchstmögliche Crit-Chance hat, indem die Dienstoffiziere eben die perfekten Eigenschaften für einen Crit haben. Ist hier der Fall, deswegen hat es auch im Endeffekt gekrittet. Kann aber auch mal passieren, dass man nicht so gut aufgestellt ist dahingehend. Und schauen wir mal hier rein. Da habe ich hier mal nichts für kritisch. Ja, 4 von 6 Eigenschaften sind für Crit geeignet. Die Basis-Crit-Chance hat ausgereicht, scheinbar, dass es dann doch gekrittet hat. Da kann man dann noch sich die perfekten Dienstoffiziere zusammensuchen. Wie das geht, zeige ich hier. Es gibt im Internet eine ganz tolle Seite, den sogenannten Star Trek Online Duty Officer Finder. Den Link dazu packe ich hier noch in die Beschreibung mit rein. Da kann man ja unter etlichen zigtausenden Dienstoffizieren alles schön filtern und sich dann die Namen ausgeben lassen. Ja, wenn es natürlich um kritischen Erfolg geht, ich habe jetzt hier kein perfektes Beispiel, aber ich nehme einfach mal Effizienz, soll der Dienstoffizier haben, und was nehmen wir noch? Stur. Ja, so, das reicht schon. Jetzt geht es natürlich noch um die Fraktion, da kann man natürlich auch, ich persönlich spiele Föderation, aber ich nehme einfach mal hier alle. Und im F&E-Bereich braucht er keine Spezialisierung zu haben, den möchten wir ja nur auf die Dienstoffiziersaufträge schicken, die dann nachher kritten können. Und ja, jetzt habe ich dann schon, gehen wir noch hier sehr selten ein, jetzt habe ich hier eine Liste von allen Dienstoffizieren, alle Fraktionen, auf die diese Eigenschaften eben zutreffen. Das kann man jetzt recht viel, ne? Deswegen reduziere ich es mal und sag mal nur Föderation. Und trotzdem haben wir hier noch 255 Dienstoffiziere, auf die das zutrifft. Da gibt man einfach die Namen dann in der Tauschbörse ein oder sucht mal anderweitig im Netz, wie man an solche Dienstoffiziere kommt, die das eben, diese Eigenschaften eben haben. Kann man auch noch, wenn man es möchte, weiter sortieren. Also dieser Dienstoffiziersfinder ist wirklich sehr, sehr gut. Also ich benutze ihn regelmäßig und kann man auch für aktive Fähigkeiten hier, also kritische Chance verbessern etc. Kann man für alles Mögliche benutzen, also da ist man frei in der Bedienung, aber eben für die Dienstoffiziersaufträge, damit sie kritten können, ja, gibt man hier einfach im Prinzip die guten Traits ein, damit sie kritten eben, ne? Und die Fraktion, die Schwierigkeit, die Seltenheit, Schwierigkeit sei schon, und im F&E-Bereich einfach keins, also nichts angeben, weil darum geht es ja nicht. Ja, und dann viel Spaß beim Einkaufen, beim ja, Abholen der kritischen Ergebnisse und beim Ausprobieren. Das war's schon. Bis dann.